Ich habe ganz schnell gecuttet. Was? Was? Wo, wo, wo? Signale zu. Was? Also. Oh, ich muss ganz kurz mal runterkommen. Oha. Signale zur Entscheidungsschlacht. Schließe Nebenmissionen ab und zertrümmere Körperteile eines Titanen, um die Entscheidungsschlacht-Signalanzeige zu füllen. Wenn sie aufgefüllt ist, drücke RT, um das Signal zur Entscheidungsschlacht zu aktivieren. Deine Fähigkeiten werden vorübergehend verbessert, sobald das Signal zur Entscheidungsschlacht aktiv ist. Zudem erscheinen verbündete Verstärkungstruppen, die dich im Kampf unterstützen. Die Größe dieser Verstärkung erhöht sich mit jedem neuen aktivierten Signal zur Entscheidungsschlacht. Wow! Zack und eine Woche weg. Oh. Lass mal hier hoch. Ich bin irgendwie ein bisschen dreckig. Ja, zeig mir doch mal, wo denn? Ich sehe keine mehr. Unterwerfung B, oha, oha. Gesamtbewertung A. Was? Echt, bloß weil ich ein B hab? Oh komm, ich war gut, ich hab die alle weggeschnetzelt. Ach Menno, vergemein hier von Mobbing. Stufenaufstieg. Erste Schlacht. Ah, okay, ich hab einige Silber, sogar eine Bronzemedaille. Was? Nur.
2300 Regimentsgelder. Ne, das ist ja schon mal was. Okay, nichts Neues. Auch nichts extra. Schade. So gut ist der Kampf leider nicht gelaufen. Mikasa Ackermann. Sie ist eine einzigartige Person mit zum Teil asiatischer Abstammung. Eren rettete ihr das Leben, als sie noch ein Kind war und ihre Eltern beide von Banditen getötet wurden. Seit diesem Tag möchte sie nicht mehr von Erens Seite weichen. Gemeinsam mit ihm schließte sie sich der 104. Trainingseinheit an und nutzte ihre verborgenen Talente, um ihren Abschluss als Klassenbeste zu machen. Sie sieht in Eren ihren einzigen Verwandten und tut alles, um ihn zu schützen. Generell verleiht sie ihren Gefühlen nur sehr selten Ausdruck und bewahrt selbst in gefährlichen Situationen die Ruhe. Doch wenn es um Eren geht, kann sie gelegentlich die Kontrolle verlieren und durchdrehen. Ja. Oh, jetzt spielen wir als Mikasa. Du spielst nun als Mikasa. Charakterwechsel. Im Laufe der Geschichte verwendest du im Angriffsmodus möglicherweise verschiedene Charaktere, Ausrüstung, Materialien und Regimentsgelder. Und vieles mehr können von diesen Charakteren gemeinsam genutzt werden. Das ist natürlich gut, dass das alles gemeinsam genutzt wird. Habe ich jetzt, guck mal, wir haben jetzt auch hier dieses Ausrüstungssystem, also das, was wir kaufen und erweitern und ne, verbessern, das bleibt alles. Das ist schon mal gut. Wir reden erstmal. Wie ich höre, bist du ein Genie, sondergleichen. Aber das hier ist dein erster echter Kampf, nicht wahr? Bau keinen Mist. Ich weiß, ich werde nicht gegen die Titanen verlieren. Schließlich überlebt nur der Gewinner. Genau, du wirkst recht aufgeräumt. Ja, vielleicht kann ich mich doch auf dich verlassen. Das will ich doch meinen. Die Einwohner werden immer noch evakuiert. Wir müssen sie mit der Eliteeinheit schützen. Ja, verstanden. Dein entschlossener Gesichtsausdruck gefällt mir. Mal sehen, ob du so gut bist, wie ich gehört habe. Ich bin besser. Wir sind die Elite der Mauergarnison. Wir werden uns vor euch unerfahrenen Rekruten nicht blamieren. Das ist mir ziemlich egal. Ich wollte damit sagen, dass wir auch unseren Stolz haben. Und wir werden euch zeigen, dass auch was anderes als Fähigkeit zählt. Okay, hier haben wir noch jemanden. Wir werden euch zeigen, was das tägliche Training bringt. Niemand soll uns vorwerfen, wir wären Faulpelze. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Wie dem auch sei, du solltest dich an uns halten. Wenn du allein durch die Gegend läufst, können wir dich gegebenenfalls nicht retten. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wir haben ja Geld. Ausrüstungsmodifizierung. Neue Entwicklung, gibt es denn jetzt was Neues? Okay, wir haben so noch nichts Neues. Gasdruck, verbleibende Klingen, eine mehr. Das haben wir natürlich. Ich würde sagen, wir erweitern das mal ein bisschen. Ich würde sagen, wir werden das hier mal halt. Was fehlt jetzt hier? Eisen-Bambus-Fragment würde da fehlen. Da haben wir gar keins. Okay, das heißt, das können wir nicht erweitern. Was sehr schade ist. So, dann eine kleine Speicherung. Jawohl, Speicherung. So. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Als Mikasa. Mal gucken, was die so kann. Die anderen Regimenter der Nachhut kämpfen einen schier aussichtslosen Kampf. Es ist unsere Pflicht, die Einwohner vor Titanen zu schützen, ist das klar? Verstanden. Wir rücken aus. Ackermann, bist du bereit? Jawohl, so. Los, Beilung. Jetzt rücken wir aus. Abnormer. Ein Ausdruck, der alle Titanen bezeichnet, deren Verhalten von der Norm abweicht. Während gewöhnliche Titanen generell darauf abzielen, Menschen in der Nähe zu fressen, kann es bei Abnormalen vorkommen, dass sie Menschen in ihrer Nähe ignorieren und sich stattdessen auf bestimmte, weiter weg befindliche Einzelpersonen konzentrieren. Da ihr Verhalten unberechenbar ist, sind sie gefährlicher als gewöhnliche Titanen und ihre Unterwerfung ist besonders schwierig.
Puh. Ich nehme an, jetzt werden wir gegen solche kämpfen. Die stehen alle mitten auf der Straße. Hallo, wieso steht ihr mitten auf der Straße, Freunde? Das ist ein Abnormaler. Sieht voll doof aus. Da kommt Mikasa und bam. Und da ist Ruhe. So schnell geht's. Zack. Defensivziele. Defensivziele sind wichtige Ziele in der Schlacht. Wurden alle Defensivziele vernichtet, ist der Kampf verloren. Wird ein solches Ziel von einem Titan gefressen, ertönt das Hilferufsignal. In diesem Fall solltest du das Ziel sofort retten. Abnorme. Einige Titanen bezeichnet man als Abnorme. Und man weiß nie, was sie im Schilde führen. Manchmal sind sie auf bestimmte Menschen fixiert. Daher solltest du ihnen mit besonderer Vorsicht entgegnen. Aua. Und bam. Der war weg. Oh, da noch zwei. Fuck, 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 fuck. Mikasa. Bei Angriffen und Manövern fügt Mikasa übererstaunliche Fähigkeiten. Drücke Y, um ihre Kettenangriffe zu aktivieren, nachdem du einen Titan erfolgreich angegriffen hast. Diese Fähigkeit greift ein Ziel gleich mehrfach an. Bei einem bezwungenen Titan ist sie allerdings wirkungslos. Zack. Alter, jetzt mach doch mal. Geht doch. Okay. Zang, und er war weg. Strategie für Nebenmissionen. Schließe Nebenmissionen ab, um von verschiedenen Vorteilen zu profitieren. Bei der Entscheidungsschlacht Signalanzeige füllt sie schneller auf mächtige Soldatenverbünde. Schneller auf. Mächtige Soldatenverbünde schließen sich dir als Teammitglieder an. Logistiker erscheinen auf dem Schlachtfeld und vieles mehr. Behalte die Entwicklung auf dem Schlachtfeld stets im Auge, um den besten Zeitpunkt für eine Nebenmission abzupassen. Okay, schwierig also. Der war weg. Oh oh. Hey. So. Bams. Okay, jetzt wäre eine gute Zeit für eine Nebenmission, so wie es aussieht. Einen wurde erfolgreich verteidigt. Oh, das war knapp. Okay. Es ist Zeit für eine Nebenmission, würde ich sagen. Da rennt noch eine. Nein! Oh, gut. Ich dachte schon. Es tut mir leid, aber ich nehme dir das mal ab. So, wir machen mal eine Nebenmission. Ich tue aber erstmal. Hier, kling, komm. Kling, kling. Kling, kling. Und los geht's. Zack. Zack und weg.
Okay, hin, komm, komm, komm. Schnell, schnell. Puh. Die sitzen alle hier rum. Ach, das sind. Ah, das sind die. Das sind unsere Truppe. あそこに村がある巨人をやるしかねえだろ。本部なら、ガスを補給できる。ただ逃げ回って、残り少ないガスを使い果たせば、本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？ Erin,はどこ? アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。 私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。 俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか！ Ja, Mikasa kann gut motivieren. Sehr geile Motivationsrede. Wuhu! Spiel ich jetzt Arami? Ne, ich spiel Mikasa, okay. Hilfe! Hilfe! Lass mich nochmal hoch! Okay. Okay. Sehr viele Zitat. Defensivanlagen. Erscheint eine Defensivanlage während eines Kampfes, wird ihre Lebensdauer angezeigt. Das Spiel endet, wenn diese erschöpft ist. Daher solltest du sie unbedingt schützen, um deine Mission so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn ich hier mal nicht dranhängen würde, dann ging das so. Zack, und der ist weg. Okay. Alter, lass das. Das ist ein Abnormaler. Hat der mich? Nein. Oh, Alter. Alter, die Faschen. Weg, 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 weg. Was ist das für eine Nummer? Das war überhaupt nicht kommen. Ich kann gar nicht drüber lachen. Okay. SOS. Nee, nein. Oh, Gott sei Dank. Du lässt Aramin in Frieden. Und es wird auch gehen. Lass das. Oh, verdammt. Ein bisschen weniger. So. Oh.
Und der ist auch weg. Oh, ich muss, bin mega konzentriert, mega konzentriert. Ziel für eine finale Unterwerfung. Oh Gott. Okay, er sieht anders aus als die anderen. Irgendwie. Der ist ziemlich groß. Alter, guck mich nicht so an. Guck nicht in die Kamera, das ist ja voll Psycho. Der ist so Psycho. Ich will erstmal irgendwie oben hin. Ich will oben hin. Lass mich mal auf das Dach jetzt. Ich hab keinen Bock hier unten zu sein. Bitte weg. Okay. Ja, ja, ich will ja auffüllen. Ich will ja auffüllen. Komm. Einzigartige Titanfähigkeit. Dünne Titanen sind sehr beweglich und im Kampfmodus ist es schwierig, sie von hinten anzugreifen. Einige bewegen sich so, dass sich Anker schneller lösen als gewöhnlich. Wird die Ankeranzeige rot und beginnt zu flimmern, musst du dich beeilen und den Körperteil des Titans schnell zerschmettern oder den Anker herausziehen und es erneut versuchen. Ich geh die alle bitte auf mich. Da war er weg. Okay. Das sind mir gerade echt zu viele hier. Ist das heftig. Huah! Alter! Alter, was war denn das für einer? Bams. Da war ein Arm weg. Und da war der andere auch weg. Fuck. Und jetzt drauf und drauf. Jawohl. Und der war weg. Oh, Gott sei Dank. Der war auch weg. Alter. Das sind ja übelst viele. Wo kommen denn die alle her? Komm mal mit. Hilfe. Ich hab kein Gas mehr. Dringendes Rauchsignal wurde bestätigt. Ah, der ist weg. Mist. Ich hing fest. Ist das hier? Nee. Boah, das ist ja übel. Wo ist denn hier mal jemand? Ich brauch mal. Boah, was ist denn jetzt los? Scheiße, ich hab nichts mehr. Angriff fehlgeschlagen, ja, ich seh's schon. Hier ist einer. Halt, halt.
Lass mich mal hoch, lass mich hoch. Mann, das ist doch nicht der Ernst. Da ist jemand. Was kommt jetzt? Ich nehme weiter Schaden. Ah, verflucht. Ich muss zur Basis. Ah, gib mir das. Hau rein. Ich muss sofort zur Basis. Wir müssen sofort zur Basis. Ich darf nicht noch weiter Schaden nehmen. Verdammt. Ah, verdammt, das ist jetzt richtig. Hoch, verdammt, hoch, hoch, hoch. Der ist weg. Oh Gott sei Dank, große Abnahme. Oh, haben wir es geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Oh, das war heftig. Aber durch die Spezialfähigkeit von Mikasa ist echt gut. Oh Mist. Kein Gas mehr. Geh in irgendein Haus rein. Mensch. いい人生だった。戦え。戦え。戦え。ごめんなさい、エレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもう、あなたのことを思い出すことさえできない。 Netter Schlag. Kann man machen. Boah, der hat Muskeln. Alter. Kyojin ga Kyojin wo koroshiteru. Tada hitasura konwaku shita. Kyojin ga Kyojin wo korosu nante kiita koto ga nai. かすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。 Okay, ja, das war echt eine Nummer. Das, ja. Da hoffe ich nicht auf Bombenrang. Nee, das, ich glaube, das kann ich knicken. Oh, das war aber auch heftig. Boah, Stufenaufstieg. Super, Soldatenfähigkeit haben wir. Sind wir in Stufe aufgestiegen? Neue Materialien können im Materialdepot beschafft werden. Mikasa hat eine neue Fähigkeit erlernt, Sturzflug. Ach, die hat die jetzt auch. Kettenangriff ermöglicht einen zusätzlichen Angriff, nachdem ein Angriff gelandet wurde. Ah, das hat man jetzt schon teilweise benutzt. Ermöglicht einen kraftvollen Abwehrzug. Okay, das ist ja wie bei Eren. Ja, das, aber guck mal, wir haben 20 Kor. Das war gar nicht so schlecht. 4000, 4000 Regimentsgeld, das ist viel. Oh, Belohnung für Körper, was? Körperteilvernichtung. Nett, was ist das? Titanenhautstück. Ein Hautstück eines gehärteten Titan. Extrem dünn und klein. Okay. Speichere.
Mauergarnison. Das liegt jetzt nicht erst vor, wir machen weiter. Durch diesen Titan da ist das passiert. Aber wir müssen mit ihm reden. Yay! Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dahin.